Hallo, dies ist wieder Xenes, gehört mit Fallout 3. Wir finden uns momentan bei der, wie heißt das Teil nochmal, Endlagerstätte Greener Pastures. Nicht aber, um uns hier nochmal umzusehen. Hier haben wir ja bereits alles erkundet. Nein, wir sind hier, um eigentlich nur durchzulaufen. Aber ich wollte nicht nochmal bei Old Olney. Von Old Olney aus loslaufen, beziehungsweise nicht Gefahr laufen, dort gegen Todeskrallen kämpfen zu müssen. Wobei das, was da vorne herumläuft, ist das nicht eine? Ist das nicht eine Todeskralle? Sag mir bitte, das ist nur ein. Ich lasse es mir im besten Fall jetzt einfach egal sein. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Und es ist eine Todeskralle, natürlich. Versuchen wir jetzt hier einfach durchzulaufen. Einfach durch, auch wenn hier Mats die Strahlung ist. Einfach durchgehen. Und dann gehen wir hoffentlich in die richtige Himmelsrichtung. Ja. Ja, was wir jetzt machen wollen, ich möchte jetzt das Gebiet hier noch fertig erkunden. Werd mal das Hauptquartier Regulatoren und den Tempel der Einheit soweit meiden. Ich denke mal Canterbury Commons. Davon ist uns, glaube ich, schon erzählt worden. Das war, glaube ich, etwas im, was mit diesem Androiden zu tun hatte. Da werden wir auf jeden Fall noch hinschauen, um einfach generell den nordöstlichen Quadranten der Karte soweit erkundet zu haben. Nebengeräusche bzw. Hintergrundgeräusche bitte ich nach wie vor zu ignorieren. Dagegen kann ich leider nichts tun. Oh meine Fresse. Ja, ich kann leider wirklich nichts tun. Aber eine schöne Atmosphäre gerade wieder mit den Staubtornados. Ja, keine Ahnung, es wird ganz oben im Eck der Karte noch so finden werden. Und dann befinden wir uns hier komplett in der Steppe. Also das hier ist wirklich mal eine ordentliche Steppe, wo einfach ewig lang nichts ist. Nichts weiter als Staub, vertrocknete Erde und ja gut, man kann nicht sagen, es wächst nichts, ne? Ich glaube, ich habe mal was Gegenteiliges behauptet, aber nee, die Natur erobert sich die ganze Sache hier schon nach und nach zurück. Und offenbar auch nur mit normalen Gewächsen, die nicht mal mutiert sind. Naja, wenn es um sowas geht, ist die Natur schon sehr, sehr mächtig. Das kann man nicht anders sagen. Die ist halt auch einfach geduldig, muss man sagen. Die kann sich halt, auch wenn es ewig lang dauert, wenn das Jahrzehnte, gar Jahrhunderte dauert, irgendwann holt die sich alles wieder zurück. Das ist halt schon ziemlich bemerkenswert. So, da oben haben wir wieder Old Olney. Das Gebiet, das wir jetzt erstmal meiden werden, solange wir nicht unbedingt hin müssen. Boah, okay, ja, also wir werden auf unserer Reise hier definitiv noch ein paar Zwischenhalte haben, die interessanter sind. Dass wir jetzt ein bisschen in der Steppe unterwegs sind, mal, das kommt halt vor. Man kann ja nicht die ganze Karte zubauen mit irgendwelchen Gebäuden. Aber ich schätze halt, dass wir auch immer mal wieder kleinere Lager finden. Auch immer mal wieder diverse Sammler, die vielleicht auch hier weiter oben, wo es doch deutlich gefährlicher ist, vielleicht auch mal wertvollere Waren im Angebot haben. Gerade bin ich erstmal ein bisschen verwundert, dass wir gar keine Gegner antreffen. Und wir werden jetzt dann. Wir erreichen noch nicht mal die Grenze hier. Wow. Ich dachte jetzt gerade, wir würden gleich einfach gegen eine unsichtbare Wand laufen. Aber nein. Ups. Ja, das Spiel kurz. Was war jetzt? Okay. Das da vorne sieht aus wie ein kleines Händlerlager. Dann hätte ich gesagt, folgen wir einfach mal der Straße.
Vielleicht können wir ja auch irgendwo, ja. Da war meinem Aufnahmeprogramm mein Gerede wohl zu langweilig. Mensch, Mensch. Keine Ahnung, wie viel jetzt wieder von dem, was ich gesagt habe, übrig geblieben ist. Letztendlich habe ich nur gemeint, da oben könnten Raider sein. Und oh, die sind freundlich. Hallo? Ah, Ghule. Hallo. Danke, dass Sie uns nicht angreifen. Die meisten Leute tolerieren keine Ghule. Jetzt bist du nicht. Wow, ich hab kein. Was wanderst du hier draußen herum? Wir waren auf dem Weg nach Underworld, aber kamen einfach nicht an den Supermutanten vorbei. Und so suchen wir uns jetzt unsere eigene Bleibe im Ödland. Was ist Underworld, auch wenn wir es schon wissen? Underworld ist eine Stadt der Ghule. Es ist der einzige Ort im Ödland, der uns gehört. Die Stadt liegt im Geschichtsmuseum verborgen. Wieso habe ich nur diese Optionen? Okay, dann gibt's hier halt doch nichts zu tun. Ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Dann gehen Sie. Wir kommen auch ohne Sie klar. Ich hätte euch meine Hilfe gerne angeboten, aber wenn das Spiel mich nicht lässt, kann ich auch nichts dafür. Danke, dass Sie uns nicht an. Sonst nichts? Hallo? Oh. Ja gut, wenn das Spiel nicht zulässt, dass wir irgendwas machen, dann kann ich da auch nicht helfen. Auch wenn ich die wahrscheinlich ansonsten bis nach Underworld eskortieren hätte müssen. Was ich auch nicht unbedingt machen möchte. 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 Lernen zu reden. Ui. Das war garantiert kein Nuka-Cola-Laster. So. Oh Gott, jede Menge Nuka-Cola. Dass die Ghule das nicht alles mitgenommen haben. Wenn die es nicht brauchen. Ich kann es immerhin verkaufen. Ich werde es nicht selber trinken, aber es ist eigentlich bei Händlern immer ganz gerne gesehen. So. Oh Gott, so viel davon. Viele haben wir hoffentlich nicht mehr. Warum haben die hier eigentlich. Wieso transportieren die. Ja, okay. Womit sollte man einen Automaten sonst transportieren, ne? Von daher. Die Anvisierfunktion in diesem Spiel immer wieder verwunderlich. So. Sonst haben wir hier keine mehr mit Korken, ne? Nee. Aber da haben wir noch welche drin. Also ich weiß nicht, befüllt würde ich die Automaten jetzt auch nicht unbedingt transportieren. Da geht doch nur was kaputt. Wobei die transportieren die sonstigen Flaschen auch einfach nur in irgendwelchen Holzkisten. Von daher. Okay. Endlich mal. Ein Briefkasten, der auch tatsächlich was enthält, was man in einem Briefkasten erwarten würde. So, da drüben ist wieder Old Olney. Mal sehen, ob wir von hier aus da oben vielleicht schon drauf können. Hier drauf schon. Da drüben aber schon nicht mehr. Ja, aber von der anderen Seite vielleicht. Und hier. Nee, kann aber. Ich sehe aber auch keine Gegner. Ja, das schauen wir von der anderen Seite dann nochmal nach. Gehen wir erstmal hier lang. Um dann keinen Fallschaden zu nehmen.
Ja, old all, ne. Sie erstmal von Todeskrallen befreit haben, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass nach einer gewissen Zeit doch wieder welche dort sein werden. Ich muss sagen, es hat nicht wirklich Spaß gemacht, gegen die zu kämpfen. Ich musste zwar mir bei denen tatsächlich mal ein bisschen eine Technik überlegen, also wirklich überlegen, um die Kämpfe auch überleben zu können, aber abgesehen davon war es halt schon eher eine Nervenzerreißprobe. Ah, ja, Lurks, okay. Oh, ganz normale. Die wir wieder mit dem ersten Schlag nicht treffen. Shinomi, du gehst mir damit so langsam so ein bisschen auf den Keks. Okay, da ist ein König dabei. Scheiße. Von wo? Auf dem Fernkampf kriegst du mich nicht. Verdammter König. Hat der sich gerade stärker gemacht? Also dem seine Kampftechnik lässt ja auch irgendwo zu wünschen über, wenn man sich das mal so anschaut. Ich weiß nicht, die Kampftaktik mit stur VATS aufladen lassen, finde ich halt auch irgendwie langweilig. Vor allem, weil der halt keinen solchen Ansturmangriff hat. Ist halt ein bisschen feige, VATS alleine zu nutzen, aber weiß nicht. Ich sehe bei den Mylock-Königen irgendwie ansonsten keine wirkliche Öffnung in der Kampfstrategie, die ich nutzen könnte. Haben wir hier sonst noch was? Ja, Mylock Eier. Weiß nicht, könnte es da vielleicht weiter nach unten gehen? Probier es mal aus. Red Axe einnehmen und rein in die Plörre. Ich kann halt den Grund nicht sehen. Dachte nur gerade, ich hätte noch was anderes schwimmen gehört. Nein! Oh Gott! Ja, weil man halt aus Wasser immer trinken kann. Nee, das ist es mir gerade nicht wert, mir die ganze Verstrahlung anzunehmen, um ein paar Meierlurk und noch ein bisschen Meierlurk-Fleisch zu kriegen. Ich habe eh beim letzten Verkauf nicht alles an. Ich habe beim letzten Verkauf eh nicht alles an Stimpaks gekauft, was es theoretisch gegeben hätte. Von daher ein Robohirn, das die Grenze patrouilliert. Okay. War das eine. Das wirkte gerade irgendwie wie eine Szene, die wir unbedingt mit ansehen sollten, aber warum? Zu welchem Zweck denn? So, weg damit. Ich habe schon gesehen, dass da noch irgendein Gegner ist. Achso, eine dumme Blähfliege. Und noch ein Gegner. Noch eine Blähfliege. Oder jetzt tatsächlich was, vor dem ich Angst haben muss. Nein, noch eine Blähfliege. Ja gut, jetzt sind wir halt am Rand der Karte.
Hier werden jetzt einfach nur permanent Gegner erscheinen. Und hier sollte ich schleunigst wieder weggehen. Schleunigst abhauen. So, hier denke ich mal ist gleich Ende. Ja. Ja, hinter Old Olney wird nicht viel sein, denke ich mal. Dann folgen wir jetzt hier einfach der Straße. Und schauen mal, wo sie uns hinführt. Dass wir hier von hier aus, ist ja eine gute Aussicht, noch alles sehen, wo wir dann später noch hingehen können. Na gut, ein bisschen was zu erkunden gibt es trotzdem noch. Ich schätze mal schon, dass es hier irgendwo oben im Eck noch etwas Namenhaftes geben wird. Oder zumindest etwas, bei dem es sich lohnen würde, nochmal nachzuschauen. Vielleicht ja eine Vault. Oder irgendein größeres Lager. Wer weiß. Ich meine, im südöstlichen Eck haben wir Rivet City. Wenn das kein wichtiger Ort ist, weiß ich auch nicht. So, da brauche ich gar nicht viel höher zu gehen, denn da ist gleich die Grenze. So, das da vorne sieht schon mal etwas auffälliger aus. Was ich aber auch merke, ich glaube, dass dieses Nachladen des Spiels, dass mein Aufnahmeprogramm das teilweise auch nicht verträgt. So, da haben wir einen Red Skorpion. Das scheint sogar nur ein kleiner zu sein. Okay. Oh. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Du hast dich jetzt aber schnell rumgedreht dafür, dass du eigentlich bloß zwei solche Bänder hast. Ich habe so langsam die Befürchtung, dass das ganze Gebiet hier, in dem wir uns befinden, irgendwie von der Vault-Tec speziell behandelt wird. Aber naja, das werden wir schon noch irgendwann erfahren, denke ich. Wenn wir es nicht erfahren, dann ja, ist dem halt auch so. Ich finde es nur gerade interessant, dass hier an der Grenze überall diese Robohirne sind. Achso, ich gehe gerade die ganze Zeit gegen die... Entschuldigung. So, hier haben wir aber nochmal was. Mhm. Hier ist wieder irgendwas kaputt gegangen. Na, mal sehen, was wir da haben. Eingestürzte Brücke. Und ein... ist kein LKW, das ist nur ein Bus. In den Busse können wir leider nicht reingehen. Üblicherweise. Außer es ist irgendjemand zu Hause geworden. Das sieht aber nicht so aus. Gehen wir mal hier hoch. Bisschen ruckelig, aber... Geht schon wieder direkt gegen die Grenze dagegen. Okay. Moment. Was hat diese Schneise hier verursacht? Oder war das mal ein Fluss? Seltsam. Das ist eine schöne Aussicht gerade. Wir bewegen uns auf die andere Grenze zu. Das heißt, hier können wir auch gleich wieder nicht mehr weitergehen. Jetzt sind wir gerade wirklich fern jeglicher Zivilisation. Ja, sind wir gleich am Punkt angelangt, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht, wo dann einfach eine Grenze ist und dann bitte gehen Sie nicht weiter. Und...
Ah, wo ist sie? Wieder der Baum? Ne, aber hier. Okay. Alles gut, Spiel. Alles gut. Diese Tritte. Immer wieder in der Augenweide. Ja, also jetzt gerade sind wir wirklich einfach nur in einer großen Steppe. Das wirkt jetzt gerade nicht mal mehr irgendwie wie so ein Gebiet, das vom Krieg zerstört wird, sondern einfach nur wie eine ganz normale Steppe. Ja, gut, jetzt nicht mehr. Aber wir haben wieder ein markantes Haus gefunden, das recht gut befestigt ist. Dann schauen wir doch mal, wer sich hier niedergelassen hat. Bei den Türmen ist nicht zufällig wieder was, oder? Wir hatten ja mal zwei Ghule, die sich unter einem eingestürzten Turm niedergelassen hatten. Da vorne ist kein Robohirn. Na, Moment. Ich glaube, unter dem Turm da befindet sich was. Oh, eine Malbusratte. Ganz schlimm. Ach komm, auf die gehen wir jetzt direkt los. Guten Tag. Okay, Shinomi, töte das Vieh mit dem Arschtritt. Da kann ich nicht viel dafür. Ach, wisst ihr, gerade laufe ich einfach mal so herum. Geht ein bisschen schneller. So, ja, okay, war nichts Besonderes. Ich dachte, da hätte sie, könnte sich vielleicht wieder eine... Moment mal. Warum stehen hier drei solche Fässer? Vier solche Fässer herum? Was zum? Okay. Nehmen wir das einfach mal als gegeben hin. So, jetzt gehen wir zu der Ranch? Fragezeichen. Ausgehend von den Zäunen, die ich sehe, wahrscheinlich ja. Dann wird das wohl einfach eine Ranch sein. Vielleicht mit einer Nebenaufgabe. Sieht auf jeden Fall zu speziell aus, um nichts zu sein. So langsam dürfte ich ja mal schauen, wann wir die 100. Folge bei diesem Projekt erreichen. Weit entfernt sind wir nicht mehr davon. So. Boah, das ist auf jeden Fall schon mal nicht die Vorderseite. War mir die Sicherheit ja sein können, dass die zwei Stücke, die einen zwei Stücke Zaun irgendwie eigentlich ein Tor sind, das ich noch nicht erkenne. Okay. Ja, ist auf jeden Fall was Größeres. Und es sind keine feindlich gesinnten Personen. Das freut mich auch schon mal. Achso, Brahmine. Ja, es ist tatsächlich ein Bauernhof. Die Republik... Okay. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie von der Republik, Dave? Sind wir denn hier gelandet? Ist zerfallen, das Ödland ergreift ein... wow. Unser Charakter neigt teilweise zur Melodramatik, hm? Ich will niemanden verletzen. Was ist das für ein Ort? Das ist die Republik Dave. Benannt nach Präsident Papa. Sie müssen ihn fragen, wenn Sie hier bleiben wollen. Nee. Ich denke, ich würde Dave gern kennenlernen. Okay. Willkommen im Team. Aber Präsident Papa mag neue Leute nicht immer. Okay, hier entlang. Eine kleine Stadt, wie es aussieht. Ja, doch nicht nur ein Bauernhof. Und mehr, ja. Bis dann, Klabautermann. Dorf. Hallo. Hallo. Kapitolsgebäude der Republik Dave. Okay.
So, na dann. Wollen wir mal. Wer ist denn dieser Dave? Hallo? Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Hallo. Bis später. Sie sind fast so groß wie Dave. So, na denn. Hallo? Achso, du redest nicht automatisch mit mir. Ich bin Dave, Präsident der Republik Dave. Sie haben mich mit Mr. President anzureden, andernfalls lasse ich Sie hinrichten. Also, ein Gesuch für die Staatsbürgerschaft, ein Asylantrag oder einfach nur Urlaub in der Republik Dave? Okay, wir müssen uns mal wieder... Okay. Ich bin nur ein Reisender, man könnte sagen, ich bin im Urlaub. Die Abteilung für Touristenrechte hat ein Tourismus-Embargo über die gesamte Republik Dave verhängt. Sie haben 24 Stunden Zeit, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, die beschleunigte Ausweisung einzuleiten. Wow. Mann, die Brahmine stinken gotterbärmlich heute. Hallo Jessica. Dave sieht es nicht gern, wenn wir mit Fremden reden. Hallo Rosie. Dave sieht es nicht gern, wenn wir mit Fremden reden. Okay. Müssen wir uns hier irgendjemandes eigenartige Vorstellung... Ich möchte schon sagen, unterwerfen, nur damit wir hier irgendwie ein Stück weiterkommen. Wirklich. Morgen. Ich schaue mir jetzt mal weiter um. Ganz ohne Grund mache ich hier gar nichts. Sind Sie wirklich aus dem Ödland? Toll! Moment. Hallo? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Alle so freundlich hier zu uns. Okay, dann... Museum von... Jemand aus dem Ödland! Beginnen wir mit dem Unterricht. Geschichten über Dave! Aber ich weiß doch schon alles über Dave! Willkommen im Museum von Dave. Hallo, Shauna. Dave sieht es nicht gern, wenn wir mit Fremden reden. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Okay. Wenn der Größenwahn Früchte trägt. Okay, meine Fresse. Okay, Dave, dann wäre ich halt Bürger in deiner... Es gibt nichts mehr zu besprechen. Sie haben 24 Stunden, um meine Republik zu verlassen, sonst werden Sie wegen Hochverrats hingerichtet. Mich verträgt niemand so schnell. Nein, muss nicht sein. Muss nur etwas geben. Ich muss doch etwas geben, das ich tun kann, um zu bleiben. Jetzt, wo Sie es sagen... Der Präsident könnte ein neues Jagdgewehr gebrauchen. Ich sage Ihnen was. Sie besorgen mir ein funktionsfähiges Jagdgewehr und ich gewähre Ihnen Sonderasyl in meiner Republik. Oder Sie bezahlen einfach die Steuer für unerwünschte Flüchtlinge in Höhe von 250 Kronkorken. Ach, dann zahlen wir einfach die Steuern. Ich zahle die Flüchtlingssteuern. Hier sind 250 Kronkorken. Ja, das genügt voll auf. Glückwunsch! Sie sind nun ein offizieller Flüchtling der Republik Dave. Was ist denn so los bei Ihnen, Mr. President? Wir halten gerade Präsidentschaftswahlen ab. Schauen Sie doch nicht so überrascht. Sehen Sie denn nicht, dass das eine Republik ist? Ich habe keine Ahnung. Ich bin eben erst angekommen. Ah, Sie sind also auf der Suche nach Erkenntnis. Die freien Wahlen unterscheiden einen Präsidenten wie mich von einem Monarchen wie meinem Vater. Ihr Vater war ein Monarch und Sie sind ein Präsident? Geht das denn? Mein Vater hat seine politische Macht durch Geburtsrecht erhalten und hat diese großartige Nation in Königreich Tom
umbenannt. Obwohl mir mein Vater seine Macht übertragen hatte, gründete ich eine Republik, damit das Volk seinen Anführer selbst wählen kann. Ich möchte die Wahl mit Ihnen diskutieren. Die Wahl ist noch nicht vorüber. Was wollen Sie wissen? Wer darf wählen? Wahlberechtigt sind Bob, Shauna, Jessica, Rosie und ich. Hier in der Republik ist das so. Wer alt genug ist, eine Waffe zu tragen, darf auch wählen. Rosie und Jessica sind normalerweise hier im Kapitol. Bob hängt üblicherweise draußen in der Nähe der Brahmin-Koppel rum. Shauna ist die Leiterin des Museums von Dave. Dort werden Sie sie finden. Wer kandidiert? Ist das das richtige Wort? Okay, wer kandidiert für die Wahl? Ich bin der einzige Wahlhelfer. Warum sollte das Volk jemand anderen wollen als Dave? Von mir bekommen die Leute alles, was sie wollen. Ah, dachte ich mir doch. Sind die Stimmen schon gezählt, Mr. President? Jessica hat noch nicht gewählt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich so was machen will. Das Problem ist nur, da macht man eine falsche Entscheidung, dann geht alles drunter und drüber. Nun, ich glaube, ich habe alle Informationen, die ich brauche. Sonst noch was? Habe ich gerade gesagt, dass das dem nicht so ist, aber hey. Ich muss jetzt gehen. Alles klar. Naja, jetzt behandeln uns die Leute wenigstens nicht mehr so von oben herab. Hallo, Jessica. Dave sagt, sie sind in Ordnung. Dann ist alles gut. Ja, machen wir das noch schnell. Ich würde gern mehr über die Republik erfahren. Sie sollten zwar eher mit Dave sprechen, aber gut. Erzählen Sie mir mehr über diesen Typen Dave. Für Sie heißt er immer noch Präsident Dave. Nennen Sie ihn bei seinem vollständigen Namen oder wir lassen Sie erschießen. Er kümmert sich um uns alle, sogar um die selbstsüchtige Rosie und ihre Gören. Meine Kinder werden sicher nicht so wie ihre. Taugt die Republik was? Dave ist ein großer Anführer. Er wird die Zivilisation zurück in das Ödland bringen. Man sagt ja, dort habe alles begonnen. Können Sie mir was über sich selbst erzählen, Jessica? Ich kann nur sagen, dass Dave mein Ehemann ist. Meiner, verstehen Sie? Was Rosie dazu sagt, ist mir egal. Nur weil Rosie mal eine große Anführerin irgendwo draußen im Ödland war, fühlt sie sich mir überlegen. Einmal hat sie sogar Dave rumkommandiert. Diese Frage. Sind Sie Daves zweite Frau? Ich bin seine erste Frau. Rosie ist die zweite, denn sie ist alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe immer mehr das Bedürfnis, von hier einfach abzuhauen. Das ist alles, was ich wissen muss. Okay. Ich möchte die Wahl mit Ihnen diskutieren. Ich werde helfen, wo ich kann. Schon mal überlegt, bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, ja? Nicht kandidieren. Ich dachte es mir doch vorher. Niemals. Nur ein Verrückter würde es wagen, gegen ihn anzutreten. Ich glaube, ich verstehe. Ich hätte noch eine andere Frage. Sonst noch was? Tschüss, Jessica. Dave gehört mir. Oh, wow. Wohl fühle ich mich hier nicht gerade. Aber okay, wir reden dann einfach in der nächsten Folge noch mit den anderen Einwohnern der Republik Dave. Eieiei, ja, selbst für diese Wahl antreten, ich wüsste halt nicht, was das bringen soll. Wenn dann irgendwelche weiteren Fragen kommen, ich glaube, ich könnte das halt nicht. Naja, gut, an der Stelle werde ich auf jeden Fall die Folge beenden. In der nächsten Folge sehen wir uns hier weiter um. In der nächsten Folge geht's weiter mit Fallout 3. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.